Servus YouTube und herzlich willkommen hier wieder zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Sprint to Glory Showdown. Das alles nicht in gewohnter Weise Sonntag 10 Uhr, sondern deutlich verspätet. Am Donnerstag, warum, wieso, weshalb, dazu gleich mehr. Wir sind am Start, damit meine ich mich und Chris. Was geht, Bruder? Was geht? Ich bin auch am Start. Mein Video habt ihr vielleicht am Sonntag schon gesehen. Das Ganze mit Holstein Kiel in der Bundesliga über zwei Saisons. Und Dennis sagt euch, was wir jetzt bei ihm auf dem Kanal bringen. Genau, Leute. Im Video von Chris meinte ich Pauli. Das machen wir heute nicht. Wieso, erkläre ich gleich. Wir gehen rein. Es haben sich einige gewünscht. 96, alte Liebe. Wir gehen rein. Mein Heimatverein. Und das Ziel ist ganz klar, Aufstieg. In der Karriere angekommen. Sollte eigentlich ein Zwei-Saison-Showdown mit Pauli kommen, den wir jetzt schon zweimal aufgenommen haben. Und es kommt nicht, weil man hat es ja im Chris-Video gesehen. Ich habe irgendwie einen Toaster Mikrofonqualität und es hat sich irgendwie beim zweiten Mal auch nicht geändert. Deswegen ändern wir die Videoidee. Vielleicht klappt es ja jetzt. Hannover 96 über eine Saison. Transfers aus der Realität, die Hannover gemacht hat, sind auch übernommen. Aller zum Beispiel Yannick Rochelt oder auch in Gangkamp vorne für die Stürmerposition. Ansonsten ist, glaube ich, gar nicht mehr so viel zu sagen. Lasst trotzdem Liebe da, wenn es euch gefällt. Daumen nach oben, Abo, Glocke, um nichts weiteres zu verpassen. Kommentar für den Algorithmus. Falls ihr den Showdown bei Chris noch nicht gesehen haben solltet, checkt den aus. Und ja, damit ist, glaube ich, wirklich für den Anfang alles gesagt. Wir starten rein in die erste Transferphase. 20 Minuten Zeit. Danach stehen natürlich wie immer in alter Gewohnheit Snipes an. Und mal gucken, ob wir dann Hannover also ready machen können, um den Aufstieg in die Bundesliga zu packen. In der Realität wäre es auch schön. Deswegen Grüße an alle Hannover-Fans da draußen. Ich küsse eure Herzen. Wir starten rein. Let's go. Im Hintergrund seht ihr unsere Mannschaft aktuell in Bestbesetzung. Die 20 Minuten beginnen in 3, 2, 1. Let's go. Wir haben ein bisschen was zu tun. Wir brauchen auf alle Fälle einen neuen Linksverteidiger, wie Hannover auch in der Realität. Rochelt spielt im linken Mittelfeld, heißt, wir brauchen auch einen rechten Mittelfeldspieler. Ein Zehner wäre auch nicht verkehrt. Und der Rest sieht eigentlich gar nicht mal so verkehrt aus. Aber wir haben auch wirklich für einen Zweitligaverein einiges an Geld, alles andere als realitätsgetreu, aber sei es drum, Leute, wir legen los, fucking gar nicht lange rum. Hier sind wir dann also angekommen, das ist Stand jetzt mal für mich die Mannschaft in Bestbesetzung im 4-1-2-1-2 breit, Zieler, Halstenberg, Kunze als Innenverteidiger, dann haben wir Phil Neumann hinten rechts, links Moroja, wir haben Christiansen auf der 6, Leopold auf der 10, links Rochelt, rechts Jessica Gangkamp, die beiden Neuzugänge und vorne Nielsen und Vogelsammer, jetzt aber erstmal 20 Minuten, die starten in 3-2-1, let's go, wir haben ein bisschen Geld, 21 Millionen, das ist wirklich einiges, es darf aber gerne noch viel mehr Geld aufs Konto dazukommen, denn einige Spieler, die den Verein verlassen können, also ja, ich wollte gerade sagen, eigentlich ist es besser, welcher den Verein nicht verlassen soll. Ich bin nicht abgeneigt gefühlt, einen kompletten Umbruch zu starten und genau deshalb heißt es, keine Zeit verlieren, nach vorne simulieren, der Zweitligastart ist immer recht früh, Vorbereitungsturnier, Geld einnehmen, Geld ausgeben und dann seht ihr das Ganze wie gewohnt in der Konferenzschaltung. Erster Neuzugang unter Dach und Fach gebracht für die Außenverteidigerposition, kann beide Seiten abdecken, es kommt Amar Dedic von RB Salzburg, hier tauschen wir Brooklyn Eze ein, zahlen noch ein bisschen Geld um drauf und haben damit schon mal die erste Position abgedeckt. Beim nächsten Transfer tauschen wir Top-Talente gegen Top-Talent. Denn während Nicolo Trisoldi künftig unter Miro Klose beim Club spielt, beim 1. FC Nürnberg und da vielleicht das beste Training bekommt, was für einen Stürmer möglich ist, darf Can Uzun also künftig nicht den Frankfurter Hauptbahnhof erleben, sondern den Hauptbahnhof in Hannover und der ist mindestens genauso schlimm, wenn nicht sogar schlimmer. Ich bin wieder zurück jetzt hier im Karrieremodus angekommen. Ich habe mittlerweile leider auch die Bugs auf der Playstation, die wir eigentlich so nur von mir, aber hauptsächlich von Dennis auf dem PC kennen. Die ersten drei Neuzugänge sind da, Jiří Pavlenka 1,5 und Leo Weinkauf im Tausch. Wir behalten noch immer Ron-Robert Zieler. Wenn wir Pavlenka behalten dürfen in der 5er-Auswahl, dann ist eben Zieler natürlich der, den wir abstoßen werden. Ansonsten bleibt der Tscheche hier. Dann haben wir Eric Curbelo für 1,2 im Tausch mit Phil Neumann. Und wir haben eben hier noch Iago 3 Millionen im Tausch mit Brooklyn FC und haben damit die ersten drei Neuzugänge. Wir haben nämlich keine Zeit zu verlieren. Das soll nur der Anfang sein. Eduard Atuesta kommt jetzt hier also aus der MLS. Enzo Leopold 2,2 Millionen vom LAFC. Ja, das wird aber auch wieder ein kleiner Dreierpack. Außer Dennis schneidet es ein bisschen anders, aber wir haben natürlich noch zwei direkt wieder auf dem Schirm. Da haben wir einmal G. Adams vom SC Southampton. Der Schotte kostet uns 3,7 Millionen. Steve Mounier kostet uns so 250, denn Jessica Gangkamp gibt es da eben im Tausch. Wir holen also zwei neue Stürmer und sind damit jetzt schon dann bei insgesamt 6 Neuzugängen. Atuesta ist der, der eben jetzt hier wieder den zweiten Dreierpack schnürt, mehr oder weniger. Auch der linke Mittelfeldspieler wird abgedeckt, indem wir Luca Warwick Kolioschu verpflichten. Vom FC Burnley mit Kompanie kurz verhandelt, der damals natürlich noch Burnley Trainer war. 18 Jahre jung, 70er Gesamtstärke, passend zu der 70er Gesamtstärke von Rochelt. Dass man in Hannover gute Verbindungen nach München zum FC Bayern pflegt, das ist mehr als nur bekannt seit einigen Jahren schon und so auch in diesem Transfer. Alexander Pavlovic kommt natürlich in der Realität völlig unvorstellbar nach dieser Raketensaison, die er in der Vergangenheit in der Realität hatte. Aber wenn sich Pavlovic nicht so krass entwickelt hätte, wie zum Beispiel auch ein RMB, der jetzt vor kurzem auch Hannover in der Realität verlassen hat, dann wäre vielleicht so ein Leihgeschäft in die zweite Liga zu Hannover gar nicht unvorstellbar gewesen, wie es damals auch beim Adrian Fein der Fall war. Hier machen wir das Ganze passend. 70er Gesamtstärke, 84er
20er Potenzial nach oben, bildet zusammen mit Kunze die Doppel-6. Einen fünften und letzten Transfer habe ich aber auch noch im Petto, Leute. Es kommt Dominik Kor aus der Bundesliga vom 1. FSV Mainz 05. Wir werden seine Position zum Innenverteidiger ändern, noch ein paar andere Spieler aufstellen, bei denen das ähnlich möglich ist, vom Sechser zum Innenverteidiger, so wie zum Beispiel auch Erik Martel von Köln. Und ja, dann schauen wir einfach mal, ob der Bruder die Steinphase überlebt oder nicht. Ist ein Luxustransfer, denn eigentlich sind wir mit Halstenberg und Neumann schon ziemlich gut aufgestellt. Aber wenn Kor die Steinphase überleben würde, wäre das ziemlich nice. Und ja, eine Verstärkung, eine absolute Verstärkung für die Innenverteidigung vom Gesamtstärken-Level auf ja, Halstenberg-Niveau. Und ich hoffe, wir können ihn halten. Weiter geht's. Rochelt plus 4 Millionen obendrauf. Das Ganze für AUK. Ehemaliger Spieler aus der Bundesliga, aus seiner Hertha-Zeit, der jetzt von Royal Antwerpen zu uns wechselt. Interesse gab es aus der Super League. Jetzt haben wir da aber hier einen Riegel dazwischen geschoben und holen also AUK zu uns. Mit Marius Wolf kommt der nächste gestandene Bundesliga-Profi. Ja, Zeiten in Köln, Zeiten in Frankfurt, Zeiten vor allem auch jetzt dann in Augsburg in der Realität und hier beim BVB. Ich weiß nicht, was der an Gehalt will. Da müssen wir wahrscheinlich so ein bisschen spekulieren. Ich hoffe, er verzichtet auf ein bisschen was, sodass wir dann noch 5, ja, ein bisschen was über 5 Millionen hätten. Haben dann aber jetzt mit Marius Wolf auf jeden Fall einen weiteren Neuzugang. Die Viererkette eigentlich abgedeckt, warten noch auf ein paar Verkäufe und dann hoffe ich, dass die letzten 5 Minuten reichen. Wir sind aber auf einem super Weg. Der jetzt kommt, den kennen wahrscheinlich so gut wie alle von euch, ja. Ehemals Schalker, ehemals auch beim 1. FC Köln viel rumgekommen. Jetzt ist der neue Ansatz bei Hannover 96 hier mittlerweile vom FC Luzern, also jetzt in Liga 2. Max Meyer, Weltklasse Max Meyer, 2 Millionen und Wörl im Tausch, der ja an Bielefeld ausgeliehen war. Ich hatte die Leihe abgebrochen, habe ihn dagegen gegeben und jetzt haben wir noch ein bisschen was über 7 Millionen, um die wirklich letzte Baustelle, und das ist die des rechten oder linken Flügels, auszubessern. Und genau da setzen wir uns jetzt ran. Gesagt, getan. Bertrand Traoré ist mittlerweile hier beim gelben U-Boot, beim FC Villarreal. Das wusste ich gar nicht. Auch er war ein so vielversprechendes Talent für den Flügel. Ihr seht hier nochmal die Transferkondition von 3,5 Millionen und Andreas Vogelsammer im Tausch. Und wenn wir jetzt auf die Startelf schauen und Traoré spielt, dann sehen wir, dass die Mannschaft komplett ist und dass die Mannschaft brutale Qualität hat. Wir haben natürlich auch die Möglichkeit, hier auf der Bank so ein bisschen was anzupassen. Das können wir auch machen. Wir haben Torhüter, Innenverteidiger, Außenverteidiger, im Notfall auch einen Stürmer, 2 Zehner, 1 Sechser, eine super Truppe. Wir sind auf jeden Fall gewappnet. Ich freue mich auf alles, was noch kommt. Und diese Mannschaft hat spätestens jetzt das Zeug dazu und eigentlich auch die Pflicht, die Anforderungen in die Bundesliga aufzusteigen. So Leute, wir sind angekommen. Die erste und einzige Transferphase für dieses Video, genauso auch die erste und einzige Snipe-Phase. Die Frage Nummer 1, obligatorisch, wie viele Transfers hat Hannover bei dir getätigt, Chris? Ich mache zweimal die 5 voll. Ich bin bei genau 10. Denn nur 10? Ja, nur Halstenberg ist übrig geblieben. 10? 10, 10, 10. 10? Yippie. 10? 10, ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ganz genau. Bruder, warst du auf Crack unterwegs oder wie darf ich das verstehen? Wenn, dann müsste das hier vielleicht versehentlich in meinem Powerade gewesen sein, aber keine Werbung an der Stelle, aber nee, eigentlich okay. War ich ganz locker. Alles klar, ich bin gespannt, was mich erwartet. Du bist der Gast, ich habe 5 Transfers übrigens und du bist der Gast, du startest rein. Okay, alles klar. Wir fangen an mit der Flügelposition und mit einem der besten Spieler, die ich verpflichtet habe. Zur Auswahl gibt es wirklich ausnahmslos, egal was kommt, nur auslaufende Spielerverträge. Oh Gott. Es gibt einmal Matthias Rojas, es geht weiter mit Takuma Asano. Wir haben dann hier Daniel Felipe Ruiz, das ist der mit dem meisten Potenzial. Wir haben dann aber auch Chidera Ejuke und zu guter Letzt noch Christian Espinosa. Ich gehe auf Asano. Es ist Ejuke geworden. Ja, okay, alles klasse. Der von Hertha, ne? Ehemals. Ja, der ehemalige Hertha. Ja, okay, genau. Check. Alles klar, bei mir erste Position Innenverteidiger. Du wirst gleich sehen, 3 Positionswechsel sind dabei. Der erste ist offensichtlich Erik Martel natürlich. Dann haben wir aber auch Rani Khedira und Dominik Kor. Genauso aber auch Marco Friedl und Brooks hatten wir gerade letztens erst vor Rückkehr zu Hertha. Vielleicht auch hier in die zweite Liga. Also ich glaube, wenn das Video draußen ist, ist es vielleicht schon offiziell, denn es ist wohl kurz vor Abschluss. Ich muss aber, Dennis, und es tut mir leid, mit einem Positionswechsel gehen. Und ich gehe nicht mit dem, der mehr Potenzial hat, sondern mit dem Routinier und würde mit Rani Khedira gehen. Und habe das Gefühl, dass der es sein könnte. Oh, Digga, die Fährte war so gut, aber es ist Dominik Kor. Oh mein Gott! Ach Gott, gab es auch noch Kor in der 5er Auswahl? Ja, hast du nicht gehört? Okay. Ja, nee, habe ich wahrscheinlich so ein bisschen überhört, aber ich weiß trotzdem nicht, ob ich den genommen hätte. Ich glaube, ich wäre okay. Trotzdem mit Khedira gegangen, um ehrlich das Ding zu ist halt, die beiden haben so oder so selbe Gesamtstärke. Ich glaube, der Positionswechsel wird dann auch ähnlich sein. Die sind beide 29, also es ist eigentlich derselbe Spieler. Okay. Ja, aber ich war trotzdem mehr auf Khedira fixiert. Okay. Ich glaube jetzt nicht, dass ich da dran was. Zum Glück habe ich geguckt, ob der IV spielen kann bei so FIFA, weil sonst hätte ich ihn eh nicht genommen. Okay, achso, ja gut. Also, was ich vielleicht als perfekte Überleitung machen kann, meiner kann Innenverteidiger und ich habe wirklich nur Innenverteidiger hier, ist vom Rating her recht identisch zu ganz vielen anderen Neuzugängen, aber es wird am meisten wehtun, denn ich habe keinen typischen Backup. Zur Auswahl gibt es da für dich einmal Eric Curbelo, weiter geht's mit Gaston Hernandez, wir haben Robin Knoche, wir haben André Ramalho und zu guter Letzt noch Cedric Kibré von West Brom Albion.
Digga, das ist einfach absolut Blindraten. Gib mir Ramaljo. Es ist Corbello geworden. Ja, ciao. Okay, dann habe ich einen neuen Spielmacher. Ein ZOM, ein Zehner, wie man es auch immer sagen möchte. Ich habe hier einige Top-Talente dabei. 20 Jahre ist der älteste und das ist Giannis Konstantetalie. Genau. Giannis irgendwas. Zehner aus Griechenland auf jeden Fall. So sieht's aus. Wir haben zwei Talente aus Deutschland mit Brian Gruder, aber auch Can Uzun. Wir haben Kendri Paez, das Megatalent aus Ecuador und Mario Streukens. Auch ein super Talent. Dem will ich nichts weg. Nee. Ja, von Genk oder so, glaube ich, ne? Nee, Anderlecht. Genau, aber es kam aus Belgien auf jeden Fall. Ja, gut, der hat eine 82 im Potenzial oder 81 auslaufender Vertrag. Ich würde aber, frag mich nicht warum, aber irgendwie sagt mir diesmal mein Bauchgefühl, dass es der ist, der nicht ausgesprochen werden konnte. Der erste halt da, das griechische Menü, Nummer 23 auf jeder griechischen Karte wahrscheinlich. Genau, richtig. Nehmen wir so Flaki und Ei. Wie heißt nochmal das Fleisch? Ich esse nie griechisch. Gyros, genau. Richtig. Daneben ist auf jeden Fall auch Giannis Konstantelias. Alles klar, Name endlich mal richtig ausgesprochen. Spielt hier aber bei Bayern. Ich habe Can Uzun verpflichtet, der also nicht die Frankfurt Hauptbahnhof, sondern Hannover Hauptbahnhof Experience bekommen wird und ich bin gespannt, wie es für ihn sein wird. Weiß gar nicht, ob sich so viel nimmt, um ehrlich zu sein. Nee, ich glaube nicht. Aber okay. Wir komplettieren jetzt meine dritte und letzte Auswahl, bevor es dann zu deiner letzten geht, mit der Stürmerposition. Zur Auswahl gibt es hier einmal Grytschan, also C-R-Y-Z-A-N ausgesprochen, hat irgendwo in, was weiß ich wo gespielt, Asien auf jeden Fall. Wir haben dann Kelechi Iheanacho, wir haben Jay Adams oder G. Adams vom FC Southampton, wir haben Michy Batshuayi. Oder ich hoffe, dass man ihn so ausspricht. Ja. Plus noch Rafa Mujica vom FC Arouca. Mujica. Ich würde aber auf den ersten gehen. Ich bin bisher nie auf einen gegangen, den ich nicht kenne. Ich weiß doch nicht mal den Namen vom ersten, aber ich gehe auf ihn. Der Grützan. Ich habe ihn sogar buchstabiert. Genau. Der Grützan von Shandong Taishan Football Club. Warum ich das weiß? Weil er noch immer dort spielt. Ach, Mann, Digga, schade. Und es bei mir G. Adams oder G. Adams geworden ist. Ja, okay. Jack, bist du eigentlich nur auf auslaufende Verträge gegangen? Nur. Okay. Ich zum Beispiel gar nicht. Also ich habe, glaube ich, keinen einzigen Spieler. Genauso wenig mein Linksverteidiger. Meine letzte Position. Wir haben auch hier eigentlich Top-Talente en masse zur Auswahl. Wir haben einmal Valentin Barco, mittlerweile ja bei Brighton. Wir haben Amar Dedic von Salzburg. Wir haben Jorel Hato, natürlich kann man umtrainieren, von Ajax. Björn Meyer dann von Brügge und Fresneda von Sporting Lissabon. Ich tendiere zwischen Björn Meyer und was war die 2 nochmal? Die 2 war Jorel Hato. Ja, nee, das war die 3. Ach so, nee, Dedic dann. Ja, Dedic, genau. Dedic war direkt bei mir im Gedanken. Und ich gehe mit Dedic von Salzburg. Okay, dann haben wir doch leider einen Snipe in dieser Snipe-Phase. Amar Dedic, schade drum. Schon umtrainiert, 1 gewonnen in der Gesamtstärke. Aber ist in Ordnung. Yannick Dehm wird das auch schon irgendwie regeln. Ich glaube an den Bruder. Und in dem Sinne ist die Snipe-Phase abgeschlossen. Ich habe daneben noch verpflichtet Kolejoscho für das linke Mittelfeld. Mhm. Und Pavlovic für die 6er-Position neben Kunze. Bin ich mal gespannt, ob der Bruder sich machen wird, entwickeln wird. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das die bessere Art und Weise ist. Weil du hast schon, glaube ich, eine deutlich bessere Mannschaft. Im Kollektiv mit Gesamtstärke, mit den auslaufenden Verträgen. Aber mal gucken, Uzun wird sich gut entwickeln und wir zerschießen einfach die zweite Liga. So nämlich. Ich bin sehr gespannt. Also bei mir, wie gesagt, ganz kurz noch zur Auflösung. Ich habe zwar auch noch Zieler behalten und genau deshalb kam auch Pavlenka nicht mit in die Auswahl, weil er auch nur ein Ratingpunkt besser ist. Und dann die üblichen, wirklich nur auslaufende Spielerverträge. Komplett verschiedene Wege bei dir und bei mir. Wir haben Wolf, Corbello, Iago, Atuesta, Traoré. Wir haben Ejuke, Max Meyer auf der 10. Dann G. Adams zusammen mit Mounier vorne drin oder Mounier. Ich weiß nicht, wie man den dann hier richtig ausspricht, aber auf jeden Fall eine Mannschaft, die mit einer 74 und das ist Max Meyer als schlechtestes Rating daherkommt. Schlechtestes? Okay, haben wir mal 68 als schlechtestes und dann 70 und das nicht einmal nur. Ich bin gespannt. Gehen wir rein. Erstes und einziges Mal Kalendersimulation. Hanno zum Aufstieg. Let's go. So Leute, angekommen am Ende der Saison, des Showdowns auch. Es war ein sehr enger Kampf, muss man sagen. Ich hoffe, es wird in der Realität ähnlich. Schalke, HSV, Köln und Hannover, vielleicht noch härter in der Realität. Wäre geil, wenn es in der Realität auch so läuft, denn Hanno wird Meister. 72 Punkte auf dem Konto, 2 Punkte vor Köln, 3 Punkte vor Hamburg, 3 Punkte vor Schalke. Also es hätte auch anders ausgehen können. Okay, ja, ich habe 65 Punkte. Ich bin damit 11 Punkte vom Karlsruhe SC, die auf 4 stehen. Und habe einen Punkt hinter Hertha, habe aber auch 6 Punkte hinter Hamburg. Für dich gibt es also 20 Punkte, für mich 15. Aber, Dennis, bei dir ist es die Meisterschaft und damit natürlich auch der Aufstieg. Für mich ist es aber, und so viel ganz kurz dazu in der Relegation, auch das 5:3 über Holstein Kiel. Und somit ist die Mission Aufstieg auch bei mir durch die Relegation dann erfolgreich erledigt, würde ich behaupten.
Yes, Sir. Bei mir auf jeden Fall zwei Klassengesellschaft in der Bundesliga. Schalke auf 4 hat 19 Punkte Vorsprung auf Fürth auf der 5. Oha, ja nee, okay. Bei mir ist dann 54 Punkte KSC, 54 Köln, 52 Schalke, 50 Darmstadt. Ja, die sind natürlich so ein bisschen weiter hinter mir, so 10 bis 13 Punkte. Aber ansonsten, ja, die ersten drei sind so ein bisschen davon und dann ist es ziemlich eng tatsächlich. Okay, DFB-Pokal, leider glaube ich nicht, wie Hannover vor 2000 als Zweitligaverein gewonnen. Ich bin in Runde 1 noch am Start, habe ich gegen Schalke immerhin gewonnen. Mhm. In Runde 2 war dann aber gegen Hoffe Schluss. Okay, dann bekommst du einen Punkt, ich 2. Ich habe in Runde 1 gewonnen gegen Freiburg 2, habe dann gewonnen gegen Wien, also gegen Wiesbaden, um dann 4-1 in Dortmund zu verlieren. Ah, mein Gott, ey. Naja, egal. Trainer des Monatspreise könnten einige am Start sein, weil wir auch relativ erfolgreich waren. Ja, einer. Okay. Läuft. Ja, gehen wir im Gleichschritt. Ich habe auch eine. Okay, dann zu guter Letzt noch die Statistiken. Ron-Robert Zähler, ich habe dir vertraut. Lohnt sich das Vertrauen, ist die Frage. 9 Spiele zu 0. Ich habe 11 bei Paris. Na, egal, Digga. Zähler ist ein Löwe. Weltmeister ist er, Junge. Wie viele Weltmeister hast du in deiner Startelf? Hm? Ich habe niemanden. Ich habe aber Max Meyer. Weltmeister sind wir. Ja, Weltklasse hast. Ich habe Weltmeister. So. Vorlagen, Koleosho 10. Ja, geht. Auf dein Konto habe ich 8. Und Top-Torschütze, Digga, Ngangkam weiß auf jeden Fall nicht, was seine Aufgabe war. Aber egal, Usun hat geregelt, 18 Tore. Okay, ich habe 27 GLs. Boah, das ist sehr, sehr stark. Wollen wir noch die Mannschaften vergleichen? Gerne, aber lass mich ganz kurz hier zusammenrechnen, denn es war, glaube ich, schon vor den Statistiken klar, dass ich auf maximal einen Punkt rankommen könnte. 17, 18, 19, 20. Es steht 23-20 für dich und an der Stelle geht der Showdown auch an dich. Mal gucken, ob das Gesamtrating im Kollektiv an dich geht. Wir starten gerne rein. Schieß los. Yes, Zieler 73. Pavlenka 76. Dann Viererkette hast du auch, ne? Ja, genau. Okay, Dem 69, Chor 78, Halstenberg 77, Moroja 71. Okay, ich habe Iago 76, genauso Corbello und dann 77 Halstenberg und Wolf. Okay, dann habe ich Dreier Mittelfeld, Pavlovic 72, Kunze 73, Usun 75. Ich habe Ejuke 76, Traoré 78, Atuesta 77. Und meine drei Angreifer, Koleosho 76, Rochel 72, Ngangkam 74. Max Meyer 74, Mounier 75, G. Adams 76. Ja, ich würde mal behaupten, ganz klare Geschichte. Meine Mannschaft auf jeden Fall deutlich besser. Nee, natürlich nicht. Also die Mannschaft von Chris auf jeden Fall besser. Aber ich habe nicht so viel getan und vielleicht ist das auch mal der Vorteil in einem Showdown, nicht die komplette Mannschaft umzuändern, sondern halt mal nur die Hälfte an Spielern zu holen. Das soll es auf jeden Fall gewesen sein an der Stelle vom heutigen Sprint to Glory Showdown. Mit Hannover 96 hatten sich auch sehr viele von euch gewünscht. Den Wunsch bin ich jetzt hier und heute nachgegangen und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst Liebe da, beep, bap, bup. Ihr wisst, wie der Hase läuft. Am Sonntag, also in ein paar Tagen schon, gibt es den nächsten Showdown. Hoffentlich ohne Verzögerung, ohne Probleme das Ganze. Und ja, ich hoffe, es hat euch, wie gesagt, gefallen. Und Chris hat natürlich, wie immer, die Abschlussworte. Haut da rein. Kann mich dem Ganzen natürlich auch hier nur anschließen. Lasst dich Liebe da auch alle die, die vielleicht jetzt noch im Nachhinein von meinem Kanal kommen. Und wenn nicht, Sonntag, Vollgas. Da gibt es auf jeden Fall einen richtig geilen Showdown. Ich will noch nicht sagen, was, aber es wird eine coole Überraschung. Wird euch sicherlich gefallen. Also, lasst Liebe da, Daumen nach oben, Kommentar, Abo, alles, was dazugehört. Und dann sehen wir uns am Wochenende wieder. Macht's gut, haut rein. Ciao, ciao.